Wir sitzen auf der MS Commodore und Lilo Wanders wird gleich bei Lesen ohne Atomstrom mitmachen. Warum? Man hat mich gefragt und ich habe Zeit. Und du hast auch Zeit, bei uns beim Talk der offenen Tür zu sein. Sag mal, ihr fahrt ja gleich durch den Hafen, während die Show läuft. Bist du eigentlich seetüchtig? Bin ich, tatsächlich. Ich bin vor vielen hundert Jahren, also um genau zu sein, vor ungefähr 35 Jahren, mal auf einer Fähre in der griechischen Ägäis gewesen. Es war Ostern, das griechische Ostern. Und 2000 Leute haben gekotzt. Der einzige Mensch an Bord, der nicht gekotzt hat, war ich. Ohne Tabletten, einfach, du hast das alles super überstanden. Ich habe mich selber gewundert. Ich wusste das nicht, dass ich seefest bin. Also es gilt ja auch vielleicht nur für den Moment. Es kann auch sein, dass es beim nächsten Mal schlimmer wird. Vielleicht heute Abend. Schauen wir mal. Ja, man wird vielleicht darüber lesen und berichten. Sag mal, es gibt ja auch noch diesen berühmten Satz und du als, man muss ja sagen, Sexpertin, da muss ich dich natürlich nochmal fragen, dass man an jedem Hafen eine Braut erwartet als Matrose oder einen Bräutigam. Hast du in den ganzen vielen Reisen, die du jemals gemacht hast, sowas miterlebt, dass... die Leute das schon warteten und... Leider nicht, aber wir haben auch immer straight durchgearbeitet, wenn wir im Ausland waren zum Drehen. Aber heute geht das ja sowieso nicht mehr für die Seeleute, ne? Also die sind ja nur noch so ganz kurze Zeit in den Hafen. Da kann man höchstens nach dem Motto arbeiten, willst du ein Quickie oder das volle 3-Minuten-Programm? Wir wollen das volle Programm. Wir wollen Lilo Wanders beim Talk der offenen Tür und sie ist bald bei uns. Bis bald, Lilo.